Servus Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Dude Gaming und weiter geht's heute mit Assassin's Creed Origin. Geburtsrecht, Suche in der Villa des Meisters nach Informationen. Die Villa ist nördlich der Dattelplantage. Da sind wir doch jetzt auch schon und ich würde sagen, schauen wir mal, was uns dort erwartet. Und wenn euch die Folge ein bisschen gefällt, lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da, wie ihr lustig seid, Leute. So, ich gehe jetzt einfach mit dem Pferd hier runter. Und werde mal schauen. Okay, Level 18 die hier. Und das ist auf jeden Fall auch lila Craft-Material. Okay, den kriegen wir von hier nicht. Können wir so machen. Den plündern wir natürlich gleich. Und dann schauen wir mal, ob wir den nicht die anderen auch kriegen. Stufe 8 hier. Der pennt auch. Ein Brief auf feinem Papyrus. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Boss kriegen. Der Schatz. Haben wir uns den auch noch? Jetzt lassen sie uns hier auf den Sack gehen. Wollte ich aber noch mal schauen, was das hier für ein Vieh ist, was hier eingesperrt ist. Oh Gott, ein Löwe. Weiß nicht, ob wir den snacken können. Brief von Sophronius. Ute weigert sich, mir den Dattelhof zu überlassen. Diese jaulenden Flaskus sagt, mein Kaufvertrag sei falsch. Er muss sterben. Und seine Familie auch. Lass es wie ein Unfall aussehen und wir teilen uns den Gewinn. Vorerst können sich deine Männer in meinem Landhaus niederlassen. Denk ja nicht dran, meine Gastfreundschaft auszunutzen. Wenn du nicht in 2 Wochen auf meiner Türschwelle in Alexandria stehst, dann betrachte auch dich als toten Mann. Sophronius. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Okay, hier ist auch der Schatz schon. Boah, den hab ich gar nicht gesehen. Okay. Wir haben ja jetzt... Was? Ist hier nochmal einer los? Jetzt werden wir mal gucken, ob wir den Löwen kriegen. Ich
Okay, hier drin können wir den gar nicht killen. Sehr nice. Haben wir den auch gekriegt? Herstellung verfügbar. Liegt mir hier irgendwas? Gesundheit. Sehr, sehr schön. Ah, wir haben ein neues Schild auch bekommen, oder? Ah, sind aber alle schlecht eigentlich. Aber hier wollte ich jetzt mal die Doppelschwerter ausprobieren. Müssen wir mal schauen, wie die sich schlagen. Die haben halt keine große Range. So, was ist jetzt hier noch alles? Kann man hier irgendwo einen Turm besteigen oder so? Hier wäre halt ein Turm, gell? Aber den müssen wir später machen. Hier ist auch ein Turm. Den werden wir uns auf jeden Fall holen. Genau. Dass wir einfach eine Schnellreise auch machen können. Sonst müssen wir die ganzen Wege immer zu Fuß gehen. Das wäre natürlich nicht so geil. So, 240 Meter noch. Müsste Alexandria sein. Mein Gott, ist das groß. Ich will aber eigentlich da noch gar nicht hin, muss ich sagen. Ich möchte eigentlich erst den Vorort da fertig machen. Synchronisieren wir mal. Boah. Wollte ich in dem Haufen hier landen? Oder glaube ich, da kann ich hier landen da drinnen? Schaut das nice aus. Okay. Ich habe hier noch so viel zu tun eigentlich. Ich bin jetzt erstmal hier. Schaut, Leute, schaut mal, wie groß das hier ist. Okay, Siva haben wir. Boah, ist das groß, heftig. Ich habe richtig viel zu tun hier. Sind wir gerade mal hier. Hier oben ist Alexandria. Okay, das Gebiet wäre jetzt gar nicht so groß, aber ich möchte eigentlich erstmal hier alles fertig machen. Das ist wahrscheinlich die Stufen 9 bis 12, denke ich mir. Da kann man ja eigentlich schon schauen, wie groß, also was Maximallevel ist. 40. Okay, hier ist schon 40, hier ist auch 40. Ich denke mal, 40 wird Max-Level sein. Okay, ich würde sagen, gehen wir doch jetzt mal da weiter. Und das ist auch schon der Kamel-Bursche wieder. Können wir bestimmt wieder was, eine schöne Quest machen und dann Rüstung snacken oder so. Und was brauche ich eigentlich für die Bogentasche, dass ich da mehr nehmen kann? Holz. Benötigte Materialien Holz. Wie kriege ich das Holz? Liegt es irgendwo rum? Warte mal, ich schau mal. Da ist Holz zum Beispiel. Das werden wir jetzt mal markieren. Genau, das markieren wir jetzt mal. Da will ich jetzt mal sehen, ob wir da bloß Leute töten müssen, um das Lager zu räumen. Oder ob wir wirklich irgendwie eine Axt brauchen später, um hier Bäume zu fällen oder sowas.
Ja, ich würde schon gerne meine Bogentasche mal vergrößern. Dass da einfach mehr reingeht. So, wie sieht's hier los? Sind da bloß ein paar Gegner, oder? Ja, Baby. Ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Okay, jetzt will ich aber mal schauen, wie wir das Holz hier kriegen. Okay, die haben Holz. Okay. Kann ich jetzt hier schon erweitern? Ja, brauche ich das andere Material auch noch. Gehen wir doch mal dahin. Muss jetzt unbedingt hier ein bisschen farmen. Lassen wir das mal, gehen wir mal weiter. Oh, hier ist ein. Na, und triffst du denn nicht? Eins nur. Kann ich die Pferde abschießen? Ne, geht nicht. So, 200 Meter noch, dann sind wir auch schon da. Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. Neuer Ort, Alexandria. Ich bin jetzt gespannt, wie das hier mit den Wachen aussieht, ob die mich einfach angreifen oder nicht. Neue Region entdeckt, Alexandria. Okay. Ist das Problem bei der Dattelpflanzung schon beseitigt?
Armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Boah, es ist groß. Okay, triff Eier in der Bibliothek. Riesenstadt, hey, Wahnsinn. Serapis. Die Schlange bekommt eine Antwort. So, das müsste jetzt die Bibliothek sein und bloß noch einen Eingang finden. Dann gehen wir mal hier hoch. Schauen wir mal, ob es hier irgendwo einen Eingang gibt. Ah. Ja, da sieht es aus, als ob man reingehen könnte. Das ist von mir. Wie soll ich Arya zwischen all diesen Schriftrollen finden?
Aber kann er sie nicht prägnanter formulieren? Okay. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist Mike, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für unerische Verse. Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Schau hier, mach hier nicht. Ihr glaubt, er sei ein Poet. Der moderne Sophokles. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Genau da. Hab etwas Vertrauen. Und reinspringen von oben, oder was? Okay, cool gemacht auf jeden Fall. Hier los. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns, ohne Hemur. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Okay, dann scheint seine Frau. Was ist hier los? Was geht's aber ab hier? Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja.
Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zu Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Xerxes ist doch der Perser gewesen, oder? Wie raffiniert. Der persische König sozusagen. Und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Jetzt wird es auf jeden Fall richtig spannend. Ich bin ja auch gespannt, ob wir mit Aya mal spielen können. Das ist ja anscheinend seine Frau. Genau, dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.